Herzlich willkommen zurück zu unserem Grüne Woche Spezial, liebe Zuschauer. Wir widmen uns jetzt ganz dem Höhepunkt in der Küche. Bernhard, wie sieht's denn aus bei euch? Wie weit seid ihr? Ja, in Kleistow gibt es übrigens auch einen Kletterpark. Da darf ich aber nicht mehr hoch. Die haben mich da zweimal rausgeholt. In Kleistow? In Kleistow gibt es einen schönen Kletterpark mit so Seilen und da so. Da warst du oben? Da war ich oben, aber da mussten die mich zweimal mit dem Kran rausholen. Seitdem darf ich nicht mehr. Ja, Matthias, wie sieht's denn aus bei dir? Wir haben über die Mandarinen noch gar nicht geredet. Das ist irgendwie, sieht total klasse aus. Was hast du mit denen gemacht? Also erstmal haben wir sie dazu kombiniert, um zu diesem Wintergericht, was mit Pastinaken jetzt ist und der Blutwurst auch noch eine frische Komponente zu haben, was Zitrusfrisches und das ist ja auch im Winter quasi in der Hochsaison mit den Mandarinen. Die Mandarinen haben wir einfach geschält, die ganzen Häutchen und Äderchen da weggezupft und einen Orangenfond bzw. einen Mandarinenfond gekocht mit ein paar Gewürzen, mit ein bisschen Zimt. Und die dann dran eigentlich nur geschwenkt, weil viel kochen muss man die nicht. Und da kriegt man das Aroma dann ein bisschen noch mal intensiver, wenn man vorher sich so einen Fond kocht. Matthias Gleis ist übrigens auch Teil unserer diesjährigen Eat Berlin. In der Location Einfallsreich kochst du zum Thema neue deutsche Welle. Im Moment ein Wahnsinnstrend. Wir haben es ja schon mal erwähnt, dass es gibt eine neue deutsche Welle in der Musik. Diese jungen, modernen Künstler, die jetzt auch wieder auf Deutsch singen. Ich würde gerade sagen, die jetzt quasi wieder aus der Gruft herausgehoben wird, denn die gab es ja schon mal vor 30 Jahren. Genau, aber jetzt sozusagen in dieser Stilistik des neuen Jahrtausends. Ja. Und in der Küche ist dieser Trend gerade extrem deutlich. Matthias ist auch einer der Köche, die das auch sehr stark leben, ohne aber zu dogmatisch zu werden, ohne da jetzt zu sehr auf die Jakobsmuschel zu verzichten, weil muss unbedingt der Havelzander sein, das finde ich ganz gut, dass man da jetzt nicht ganz streng wird. Aber er ist einer der Vertreter der neuen deutschen Welle in der Küche. Das heißt, die Gerichte müssen nicht mehr unaussprechliche Namen haben, um genau, gut zu sein. Ja? Und kein Dialog mit und kein Sößchen an und kein Erbschen an Böhnchen. Es darf wieder, also die alten Rezepte werden aufgegriffen, werden leichter gemacht, werden moderner gemacht. Ist ganz wichtig, weil keiner will mehr diese fetten Sahnesoßen haben, diese tierischen Bechamelsoßen, so diese Handwerkerküche. Genau. Was ist dein Plan? Was wirst denn du kochen? Also wir haben ja was urtypisch Deutsches und auch Berlinerisches. Die Kölner werden mir jetzt das verzeihen, wenn ich das als Berliner Gericht sehe, die Blutwurst, die da doch Tradition auch bei uns hat. Haben wir mit dem Gemüse, der Pastinake, ein typisches Wintergemüse, was jetzt auch noch bis in den frühen Frühjahr reingeht, kombiniert. Und wir versuchen immer dann noch was Weltläufiges dazu zu finden. Gerade in unserer Großstadt, wir haben viele Gäste, die aus aller Welt zu uns kommen. Und da halt noch so eine gewisse frische Kick zu bekommen zu diesem Wintergericht. Bei uns ist es natürlich so, dass man nicht so viele Produkte im Winter bekommt. Kombinieren wir das dann halt auch mit was wir von ein bisschen weiter herholen. Wie zum Beispiel bei dem Gericht die Mandarinen oder die Jakobsmuschel. Und zur Eat Berlin, was ist da denn dein Gericht? Also auf jeden Fall wird es eins von den beiden Gerichten auch mit Blutwurst sein. Was verrate ich noch nicht, da wird es auch... Also Blutwurst ist so ein Favorite, ja? Blutwurst ist ein Favorite, was wir machen. Aber du liebst es doch auch, oder? Du liebst doch Blutwurst. Also ich habe mit Blutwurst ganz schlimme Kindheitserinnerungen, aber es soll jetzt ja alles neuer, moderner, leichter und besser schmecken. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube, Matthias, du bist ein Blutwurstheiler. Du kannst dann alle Vorurteile der Blutwurst entgegennehmen. Ja, aber ich kann das verstehen. Ich habe als Kind auch viele Sachen nicht gemocht, wie zum Beispiel rote Beete. Und heutzutage könnte ich mich da auch reinlegen. Ja? Also man muss da auch mal mit aufräumen irgendwann und dann was Neues sich machen. Öffnen ja. für die. Ist das aber auch so, dass das Kindheit dich schon auch animiert, Gerichte wieder anzufassen, die du aus deiner Kindheit kennst? Also ist da auch eine Inspiration für dich dabei? Ja, natürlich. Also viele fragen mich immer, warum ich denn überhaupt Koch geworden bin. Meine Mutter ist gelernte Köchin und da habe ich natürlich von klein auf gutes Essen genießen dürfen. Und da ist es natürlich bestimmte Geschmäcker, die man halt nur bei Muttern hat, die man dann versucht halt auch nachzubauen, was nicht immer gelingt. Kochen ist ja ein Handwerk. Walte deines Amtes. Ja, sehr gerne. So. Ja, das sind im Prinzip Nudelblätter, die wir jetzt schichten. In dem Fall, glaube ich, ist es recht wichtig, dass der Teller vorgewärmt ist, dass er also wirklich dann vielleicht noch im Backofen ein paar Minuten Zeit hat. Weil wenn man jetzt die heißen Nudelblätter auf einen eiskalten Teller legen würde, dann wäre das ganze Gericht sofort wieder ausgekühlt. Genau. Im Idealfall sind wir im Restaurant auch ein paar mehr Leute, die da an so einem Teller anrichten. Und also sehr scharf angebraten, die Blutwurst. Ich denke, da dürfen ruhig ein paar Röstaromen rein, damit das dann richtig schön auch so eine kleine Kruste hat, oder? Genau.
Jetzt muss ich mal schauen. Die schmeckt halt auch sehr, sehr gut, wenn sie... Vielleicht nochmal zum Übersetzen, wenn ein Koch sagt, genau, dann heißt das halt die Klappe. Ich bin ja total konzentriert auf das, was ich hier gerade tue. Nein, ganz so schlimm würde ich das nicht sehen. Aber das stimmt, die Blutwurst angebraten, sehr scharf, kann man auch in Scheiben machen. Ich habe mir die jetzt auch einmal, wir haben ja da den Prototyp der Blutwurst hier mit dabei. Ich habe mir die jetzt auch mal in einen größeren Darm reinmachen lassen, dass man halt auch wirklich große Scheiben davon machen kann. Und dass man halt größere Scheiben gleich braten kann und dazu ein paar Äpfel in die Pfanne, ein paar Zwiebeln in die Pfanne, ein bisschen frischen Majoran und die Welt ist in Ordnung. Aber merkst du was, er richtet vorher total schön an, ja. Legt dann einfach mal so ein schönes Blättchen drüber, ja, ist ja, aber es muss untenrum auch schön sein, das genau. Ist auch so eine Lebensweisheit. Und zum Schluss das Fruchtige. Genau, die Pastinaken noch, die haben wir hier im Ofen gegart. Die werden immer noch schön so rauftrapiert. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Und wenn man das von klein auf quasi kennt, dann macht man das auch bei seinen Kindern. Ich mache das zu Hause auch. Und, ehrlich? Die Kleinen, die gucken da schon, die rücken sich den Küchenstuhl an den Herd ran. Und, also wird auch zu Hause zelebriert, ja? Ja. Die rücken sich den Küchenstuhl noch nicht, ran und gucken in die Töpfe. Da muss ich schon manchmal aufpassen, dass die nicht irgendeinen Spritzer abbekommen. Wenn man so groß wird. Absolut großartig. Aber wenn die Mutter Köchin war und ihn da schon mitgenommen hat, ist es ja auch nur konsequent, dann die eigenen Kinder auch wieder mitzunehmen, sozusagen in die große Welt der Küche und Kulinarik. So, dann machen wir hier noch. Wasserkresse fürs Auge. Ja, das muss man halt, glaube ich, auch von klein auf da zelebrieren. In der Schule ist es dann doch manchmal so, dass die Kinder dann keine Lust mehr aufs Essen haben und dann die Situation anfangen, dass die Kinder vielleicht manchmal rummäkeln. Darum ist es halt auch ganz wichtig, dass man vielleicht schon mal ganz viel früher ansetzt mit der Ernährung, schon wirklich in der Kindheit, damit die in der Liebe Schule. Zu McDonald's gar nicht erst erweckt wird. Richtig. Okay. So, jetzt machen wir noch natürlich für die Nudeln, für das Gericht, so ein paar Späne vom Parmesan dazu. Und dann ist das Gericht eigentlich fertig. Wenn ich die gebratene Jakobsmuschel nach oben aufsetze. Die kleine Krone. Genau. Toll. Super. Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie auf TV Berlin, wie werden Menschen von ihrer Blutwurstphobie geheilt? Stimmt. Ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion. Hier hast du Besteck. Danke. Muss ich auch gleich ordentlich hier was mit der genau. Wurst nehmen? Ist doch ein Gericht, was wir momentan im Restaurant auf der Karte haben. Hat mit der Blutwurst von früher nichts zu tun. Sehr, sehr lecker. Und gibt es aktuell toll. Bei dir zu essen? Ja. Großartig. Super. Weiß ich, was ich morgen Abend mache. Also, ja, liebe Zuschauer, wirklich fantastisch. Das war schon wieder unser Grüne Woche Spezial auf TV Berlin hier in der Halle 3.2. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.